Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing. Das ist Star Trek Elite Force 2. Hm. Und da hinten bei der hübschen Dame, ich habe den Namen Dr. Stevenson, steht genau. Der Firefox. Hallo, ich habe hier gerade Name, Laptop, Größe 28,04 cm, Gewicht 21,78 Kilo. Das ist kein Laptop, oder? Das ist ein Schlepptop und kein Laptop. Ne. Beschreibung zur Eingabe und Speicherung wichtiger Daten. Unwichtige Daten dürft da nicht rauf, weil es ist schon so schwer. Ist schon viel zu schwer. Also wir waren bei der Erkundung hier von der Enterprise. So sieht's aus. Und die ist vollständig begehbar. Huch! Oh. Toll. Hast du toll gemacht. Hallo, Corban. Ich war das nicht. Hast du das neue Sturmgewehr der Föderation gesehen? Nein, tut mir leid. Mein erster Besuch auf der Enterprise galt nicht der Waffenkammer. Ich werde über ihr menschliches Versagen hinwegsehen. Klingonen seien herzlos. Das Sturmgewehr ist eine gute Ergänzung des Kompressionsgewehrs. Ach so. Es ist auf kurze Reichweite wirkungsvoller und hat mehr Funktionen. Ist besser als Kompressionsstümpfe. Dafür, dass sie mich in das Hazard-Team aufgenommen haben. Warum ist er so aggro? Große Ehre. Die Ehre ist unsererseits. Sie sind der Beste für den Job. Um Ihr Training mit dem Sturmgewehr zu unterstützen, habe ich ein Holodeck-Trainingsprogramm geladen. Ich glaube, Sie werden es anregend finden. Anregend? Also anregend finde ich ja irgendwas anderes, aber ich nehme mal erstmal, muss ich das jetzt hier, kann ich das kaputt machen? Oder? So eine Pommes-Currywurst fände ich jetzt anregend. Ja. Können wir jetzt hier rein? Oh, hier ist er. Der Primärangriff ist ein gefächerter Plasmaschuss. Ach, das ist eine Schrotflinte. Starker Einzelschuss, der bei den Feinden in der Nähe große Streuschäden anrichtet. Schrotflinte. Ich finde es sehr gut, dass man eine Schrotflinte kriegt hier. Geht. So, geht's hier weiter? Achso, ich glaube, jetzt er. Laden. Laden. Da war ich heute auch drin im Laden. Ah, was hast du gemacht? Boah, gestanden. Krass. Und geguckt. Mhm. Und bin wieder rausgegangen. Genau, und dann kauft man im Internet. Genau, genau so. Oh, oh, oh. Was ist hier wo los? Bist du denn? Weg. Keine Ahnung, habt ihr mir ab. Bam! Bam, voll weg, bam hier. Ey, das ist glaube ich, hier. Das ist eine Multiplayer-Map, eindeutig. Ich gehe mal hier oben lang, ja? Ich weiß nicht. Ich guck einfach mal. Oder der ist gefallen. Hi. Da unten, da unten. Oh, da schießt einer. Oh. Also, ich hab voll die Aiming-Skills, sag ich dir, aber voll. Aber die ist jetzt auch nicht so mega episch, die Waffe. Aber die ist, die hat was. Also, wo ist denn hier noch ein Gegner? Da. Ja, Gegner's. Was? Wir haben's geschafft. Ja. Ich bin eingefroren. Im Holodeck. Hilfe! Wir dematerialisieren. Die Simulation ist abgestürzt. Du weißt ja, dass unsere komplette Existenz nur eine Simulation ist. Na sowieso. Also ich bin ja der Meinung, dass wir in so einem riesengroßen Zylindertopf, in so einem Verbrennungsmotor sind, weißt du? Wir sind gerade in der Expansionsphase von der Explosion. Ach du heilige Scheiße. Ist das wirklich so? Ja, mindestens. Und irgendwann ist ausgereizt, dann drückt sich der Kolben wieder zusammen und da gibt es einen Urknall. Und das geht immer wieder, weißt du, wie in einem Verbrennungsmotor, bis der Sprit alle ist. Okay. Ja. Geil. Geile Idee, ne? Wo bist die du Idee denn super. Eigentlich? Ich denke mal drüber nach. Wo, komm ich hier? Jetzt komme ich wieder raus. Ja. So, Corbinian. Wir was ist mit dir? Oh, der ist genau glatt 2,0 Meter und 120 Kilo. Boah, der ist aber dick. Guck dir mal den Hintern an. Na, die sind alle genau gleich von der Statur. Die haben einfach nur andere Zahlen. Ja, andere Zahlen haben sie. Mhm. So, was haben wir hier? Hier ist ein Turbolift. Ich weiß nicht, ich muss jetzt an Kolben denken. An Kolben? Mais. Ja, Maiskolben. Reden Sie mit Jurod im Umkleideraum. Aha, okay. Wer ist denn Jurod im Umkleideraum? Warte mal, hier ist eine Karte. Warte mal. Umkleideraum. Aha. Das ist nicht die Armory, das ist Yolo Cash, ist es auch nicht. Transporterraum, nee. Main Sickbay, nee. Brick, ist das die Brick? Nee. Wir waren doch noch nicht. Oh, hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ja, du kannst mir helfen. Wo ist denn hier die. Wo ist denn der Umkleide? Kann ich Ihnen helfen? Aber hier ist der Umkleideraum. Nee, das ist ein Turbolift. Das ist auch zu? Das ist auch zu. Ich sag ja, wir können alles begehen hier auf der Enterprise. Hier waren wir doch schon mal. Dann gehen wir jetzt zum Turbolift. Wir müssen woanders hin. Das ist irgendwas. Ich glaube, da müssen wir wirklich zum Turbolift, ja? Ich weiß nicht. Müssen wir zum Turbolift? Ja. Kostet ja nichts, oder? Fahren wir einfach mal zur Brücke oder so. Ah, warte mal. Nee. War nicht vorhin hier irgendwie auf der linken. War nicht auf der linken. Das ist die Sickbay. War nicht auf der linken Seite irgendwo mal was? Warte mal. Sickbay, warte.
Sickbay ist Main Sickbay, das D. Nee, ist das einzige. Ja, müssen wir mit dem Turbolift fahren. Hier, komm. Turbolift. Ja, ja. Ich möchte... Hazard Operations. Hazard Operations, hast du gehört? Hazard Operations. Was? Hat das bei mir nicht gemacht? Warum lädt er bei dir, aber nicht bei mir? Weiß ich nicht. Connection lost. Was? Nein. Aber du bist doch nicht da. Chiki, wo bist du? Ich bin da. Ich bin in der Aufwärmphase. Wo bist du? Ich auch. Jetzt bist du. Nee, wo immer noch nicht du? Da. Immer noch nicht da. Wo bist du? Doch. Hi. Wir sind jetzt hier bei A. Es gibt D, B und C. B ist noch nicht. B hat C und D sind die Umkleidekabinen. Wir sollten in D gehen. Warte mal hier. Nee. Dülüt. Hi. Hello. So, hier sind die... Ah, guck mal. Psst. Komm, wir schleichen uns mal an da. Was bist du, Juliette? 1,60, 46 Kilo. Nicht anklicken. Ich hab die angeklickt. Sie ist nämlich Betasoide. Warte mal, wir gehen erstmal in den Nebenraum. Wer bist du hier? Aber Sydney, die machen nichts. Das ist Sydney Stockmann. Hi. Das ist Sydney Stockmann. Oh, hier ist Mr. Cheng und Tuvok. Ich quatsch mal hier die Dame hier an. Die müssen wir anquatschen. Da, hallo? Während das Team aufgelöst war, bin ich für weitere Studien nach Ulm zurückgekehrt. Ich konnte meine medizinischen Kenntnisse verbessern. Hier, das bist du. Ich sehe dich nicht. Hier drüben. Hm? Jetzt soll ich mit... Hier, das bist du hier drüben. Anderer Raum. Ja, ach so. Hier, das bist du. Dein anderes Ich, sozusagen. Hier drüben. Hallo. Ach, da. Ach, hier, lol. Das ist dein anderes Ich. Gucke, pass auf. Hier. Das Hazard-Team ist irgendwie nicht vollständig. Wow, das bin ich. Ja, das bist du. Cool, wa? Hi, Monroe. Hi. Guck mich mal an. Hi. Hi, Monroe. Hi. So. Hi, so, wo ist denn Shell? Da vorne sitzt er. Hm. Hallo. Es ist toll, dass das Hazard-Team wieder zusammen ist. Ja, toll, wa? Ja, ich finde das auch super, echt. Was ist das? Oh, das ist mein Büro. Monroe, bitte melden Sie sich auf der Brücke. Ja. Ah, das ist meins. Guck mal hier, das Foto, hast du es gesehen hier? Ich bin Monroe. Ich bin Mr. Monroe. Das ist nicht mein Kind. Das ist dein. Das bist du. Nee. Doch. Das Kind? Bist du mein Luke? Ja, Luke. Übrigens hat Netflix jetzt alle Star Wars Filme, aber die haben nicht Episode 4. Die haben 1, 2, 3, 5, 6 und 7, aber nicht 4. Ist 4 sowas wie The Missing Floppies oder was? Ja, irgendwie schon. Bist du da, ja? Deck 1, Brücke. Ja. Wow, wir sind auf die Brücke. Ich drücke hier Knöpfe. Du hast den Mund auf. Du hast das Bein oben. Warum sollte ich sowas tun? Weil es cool aussieht. Ja. Du bist wahrscheinlich jetzt irgendwo draußen. Ich bin im Turbolift. Ah, ich auch. Ich bin immer noch im Turbolift. Ich auch. Und jetzt. Boah, fett. Voll fett. Ist ja kein, den wir hier kennen. Willkommen auf der Brücke. Jean-Luc. Ich bin froh, hier zu sein, Sir. Wie lange, denken Sie, wird es dauern, Ihr Team wieder auf das Niveau des Delta-Quadranten zu bringen? 3 Jahre? Wir erhalten einen Notruf auf Kanälen der Föderation. Hier spricht Captain Galloway vom Föderationsraumschiff Dallas. Lebensform geändert. Warnung an alle Föderationsraumschiffe. Sie sollten sich auf keinen Fall diesem Schiff nähern. Mhm. Setzen Sie Kurs auf die Dallas. Maximum war. Kurs gesetzt, Captain. Energie. Das ist nicht die gleiche Enterprise, wie ich sie kenne. Versammeln Sie das Hazard-Team. Es wird früher als geplant eingesetzt. Die ist cooler. Nehmen Sie Fenrich Franklin mit. Er ist Experte bei Schiffssystemen der Excelsior-Klasse. Ihr Team sollte für den Transport bereit sein, sobald wir die Dallas erreichen. Verstanden, Sir. Und Lieutenant? Ja, Sir? Ich verlasse mich auf die Einsatzbereitschaft Ihres Teams. Sie werden Sie nicht enttäuschen, Sir. Ich bin bereit, bin bereit, bin bereit. Was passiert jetzt? Hallo? Reconnect. Notruf eines Föderationsschiffs und Zuschauermodus normal. So schnell kann man gar nicht lesen hier, den Ladebildschirm. Steht nur irgendwas von herrenlos. Herrenlos durch die Nacht. So. Oh, guck mal, kaputt. Herrenlos unmittelbar außerhalb. Das ist aber ein hässliches Schiff. Ach, früher war das bestimmt mal schön.
Ich ahne ja Schlimmes. So ein Gefühl. Guck mal, es schwebt alles. Das sind die... Oh. Ich glaube, da sind welche tot. Nein. Die schweben nur durch. Und jetzt kommen wir reingebeamt. Mit Antigravstiefel. Geringe Schwerkraft. Das künstliche Schwerkraftsystem funktioniert nicht. Ach, Chell, das ist ein... Oh. Schauen Sie sich dieses seltsame Loch an. Wo? Mein Gott, ist das ein seltsames Loch. Loch. Warte mal. Mechanischer Schaden? Ich höre Stimmen. Die Ränder zeigen unregelmäßige Schleifspuren und Spuren von Flüssigkeit. Flüssiges Geldmaterial für einen industriellen Bohrer? Oh oh. Hörst du's? Nein, zu wenig und oh, oh. Dickflüssiger, mhm. Mit Enzymen und organischen Spuren. Fast wie... Was? Spezies? Speichel. Etwas hat sich den Weg hineingefressen. Hatte ich auch gedacht. Wir müssen die Hauptsysteme des Schiffs wiederherstellen. Franklin, wo ist die Schwerkraftkontrolle? Ich werde den Standort auf Ihren Tricorder senden. Danke. So, ich gehe mal hier weiter und hoch. Ja, ich komme mit. Ich kann das Schloss nicht öffnen. Tja. Sie seine Energiekonsole. Gibt's hier eine Flashlight? Warum hast du denn keinen Schutzanzug an? Du auch nicht. Was? Ey, wir sind absolut imbar. Wir brauchen nichts. Oh, wir müssen noch da unten. Ja, oh, ich sehe schon. Glitch. Und? So, wieder Klickspiel hier. Ach, du bist schon wieder dran, okay. Oh, Entschuldigung, ich wollte hier das nicht wegnehmen. Ah. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Och, bitte. Jetzt darfst du. Jetzt darf ich? Ja. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal ran. So, Moment. Oh, nee. So, jetzt ja. Ach, du Heiliger. Ich mach mal hier ein Herz hin. Ah, ich verstehe. Ich verstehe das Problem. Okay, Achtung. Das war's. Die Tür hat sich geöffnet. Mega. Wahnsinn, wa? Boah, guck mal, hier um ist die fliegende Leiche, die tote. Die tote Leiche ist hier. Oh, guck mal, ich kann drauf schießen. Ah, wow. Kann man so auch wegschubsen? Nee. Da ist ein Schiff, guck mal, ich hab ein extra gefunden. Wo denn? Verstecktes Objekt gefunden. Wow. Voll imbar. Können wir auch ein Flashlight anmachen irgendwie? Nee, ist da hell genug hier. Oh, sowas ist ja krass. Ich erinnere mich an diese Mission. Sowas ist krass, guck mal. Nee, guck, das ist krass. Was denn, wo denn? Das da. Dieser Zombie-Typ da. Ey, der chillt aber hier sowas von ab. Wo bist du denn jetzt? Hier. Warum? Ich höre was. Da oben rennt was. Was war das? Ich hab's auch gesehen. Ja, hast du gesehen, ja. Lüftungsschacht hier. Müssen wir? Nö. Oder? Nee. Aber ich glaube, wir müssen noch da oben. Dem Vieh hinterher. Ja. Dem Vieh hinterher. Oder? Durch den Mann so. Oder? Bist du da hochgekommen? Nee. Ich wüsste jetzt auch nicht wie, ehrlich gesagt. Mal gucken, was das ist. Hallo. Ich glaube, wir müssen hier die andere Tür lang. Welche andere Tür? Die hier vorne. Achso. Oh, warte mal, was ist das hier? Das ist eine Leiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Wir müssen in den Shuttle. Zumindest nicht von dieser Seite. Aber es sollte eine Jeffreys-Röhre nach draußen gehen. Aha. Jetzt. Komm, mach auf. Öffnen. Ja, ich hab's schon aufgemacht. Was? Aber man muss mehrfach den Hebel drücken. Ja, ey, mach mal. Ich komme hier nicht durch. Ich auch nicht. Verdammt. Wir werden stören. Oh, okay. So, hier geht's nicht weiter. Da ist was. Da, ich habe einen Schwanz gesehen. Was? Also, mein Ferkel.
Und jetzt? Oh, geschafft. Da war ein Schwänzchen. Hm. Geh du mal lieber vor. So. Okay. Panikmodus, Panikmodus. Was ist das? Oh, Moment, warte. Was denn? Ich muss hier bauen gerade. So, ich glaube, das sollte tun. Achtung und... Online. Wuhu. Da werden fast alle zerquetscht worden, das war's. Ja. Die Schwerkraft ist wieder aktiviert. Können Sie die Türen des Shuttles von dort draußen öffnen? Nö. Wir müssen wieder zurückklettern, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Geht nicht. Warum nicht? Geht nicht. Wieso nicht? Wir sind für immer eingesperrt. Okay, schade. Oder kriegst du die Jeffreys Röhre auf? Jo. Jetzt geht's auf. Mhm. Toll. Warum geht sie jetzt auf und eben nicht? Ich komm nicht durch. Jetzt komm ich durch. Ich war zu dick. So. Also, es sieht so seltsam aus, wie du läufst. Oh. Boah. Wow. Nichts passiert. Alles gut. Alles gut. Wir sind safe. Denk dran, wir können jetzt nicht mehr so hoch springen, ne? Ja, ich weiß. Bist du da? Ja. Ich vertraue dir mal und lauf dir. Wenn sich diese Eindringlinge durch eine Außenhülle kauen können, sind wir auf diesem Schiff nirgendwo sicher. Dass es uns Sicherheit mangelt, fällt mir erst jetzt auf. Phaserfeuer ist eine Sache, aber wenn einem ein Deck unter den Füßen weggekaut wird... Okay, dieser Speicher belegt nicht, dass sie sich ihren Weg hereingefressen haben. Nein, vielleicht knabbern die Eindringlinge einfach nur gerne an den Bereitschusslöchern. Spekulation ohne Fakten. Och, Cheryl, das ist schon immer so ein Paranoiker gewesen, weißt du? Ja. Sollte man ihn nicht besser beschützen? Fragen Sie nicht. So. Kriegst du hin, ja? Aber ja doch. Irgendwie piept was hier ganz seltsam. Mhm. Ist aufgemacht. Komm zurück. Jetzt können wir die Energie des Schiffes wieder erhalten. Wir müssen einfach nur in den Maschinenraum gelangen. Ach, einfach nur, sagt er. Einfach nur. Ja, aber wir sollten warte, nicht aufmachen. Warum nicht? Wir sollten erstmal einmal tief, tief, tief genug durchatmen. Okay. Vor allem, weil da nämlich ein Levelende ist und wir gehen dann ins... Ja, und wir gehen nämlich ins nächste Level dann nachher durch diese Tür. Und da ist es ganz gut, wenn wir jetzt hier abschließen. Deswegen, ich schließe jetzt hier ab. Ja, schließe ab, los. Ups. Aua. Schön. Abgeschlossen. Tschüss. Tschüss.